Christmas. Verehrte Fahrgäste, willkommen mal wieder nach langer, langer Zeit zu einer neuen Folge von dem Spiel Fernbus Simulator. Ich wünsche euch an dieser Stelle frohe Weihnachten und habt schöne Weihnachtstage und, falls ihr im Urlaub fahrt, einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns nicht mehr sehen. So, und ich dachte mir mal, ich pack's wieder aus, Leute. Ich pack's wieder aus. Ich bin irgendwie in Weihnachtsstimmung und dann dieser schöne Bus. Und dann wollen noch diese Leute unbedingt nach München hier. Wir stehen aktuell in Stuttgart und da wurde mein Auftrag zugeschoben. Du, Boxfresh, kannst dich nochmal vor Weihnachten von Stuttgart nach Augsburg und dann nach München fahren? Ich so, okay, komm, machen wir's, Leute. Und da habe ich gedacht, legen wir heute los. Am 24. Dezember 2016 um 14 Uhr. Und ich würde sagen, ne, es ist kalt. Es ist kalt draußen. Und ach, ich fahre jetzt schon das Repaint, übrigens aus dem Steam Workshop. Wurde jetzt implementiert, richtig cool. Und ich muss jetzt unbedingt mal hier im Bus rein. Ich habe echt lange nicht mehr gespielt und möchte einfach mal loslegen. Zack, zack, zack. Hinsetzen, den Bus Startler machen. Das kennt er ja schon. Aber ich muss einfach wieder die ganzen Tasten finden. Das ist mein Problem. So, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Jetzt muss ich nur das Richtige finden. Ach, das geht ja schon gut los. Klimaanlage, würde ich sagen, brauchen wir heute nicht. Genau. Was können wir... Ach, genau. Komm, machen wir schon mal das Fahrgastlicht an. Genau, Leuchten. Ja, nee, brauchen wir WC natürlich. Küchenfreigabe, natürlich WLAN, ganz wichtig. Vielleicht, ja, ich würde sagen, den Rest können wir eigentlich. Ja, eigentlich können wir auch die kommen. Machen wir die Klimaanlage doch an. Stellen wir auf jeden Fall auf 21,5, würde ich so sagen. Gut, dann würde ich als nächstes Schritt sagen, wir schalten das Licht schon mal ein. Und der Bus ist schon runter. Ja, der ist schon runter. Das ist gut. Wichtig ist natürlich auch noch, die Zielanzeige. Sonst steigen die Passagiere nicht ein. Ja, ansonsten Fahrerlicht. Ja, eigentlich, das brauchen wir eigentlich eher weniger. Dann können wir eigentlich starten. Soweit. Ne? Mache ich noch eben den Monitor an. Ah, jetzt geht wieder um die Zielanzeige aus. Okay, dann machen wir es ganz flott nochmal eben. Zack. So, jetzt steigen wir wieder aus und dann lassen wir mal die Passagiere rein, denn, ach, Leute, warum lauft ihr denn mit T-Shirt rum? Was soll das denn? Gut, da ist ja der schöne Bus. Ja, gut, wir starten einfach mal. Ja, ich hoffe, ihr habt das Intro gesehen. Ihr könnt noch an ein Gewinnspiel teilnehmen. Ich hoffe, es läuft noch von den TML-Studios, bald kommt hier das Neoplan Skyliner DLC raus. Wäre schon praktisch, wenn ich mein Gepäck nicht in den Bus nehmen müsste. Sorry. Und da könnt ihr tatsächlich noch ein paar Keys abstauben, wenn ihr denn, ne, Busse findet in diesem Spiel. Wobei, natürlich, ich komme natürlich mit diesem Video ein bisschen spät, ich weiß. Hallo, bitte sehr. Aber vielleicht habt ihr ja noch die Zeit, um die Busse zu finden. Denn in diesem Spiel ist es auch weihnachtlich geworden. Das heißt, hier ist ein bisschen Weihnachtsdekoration zu finden. Ein paar Weihnachts-LKWs fahren rum, 3 Stück wohl. 3 unterschiedliche. So, Stuttgart, München. Genau. Würde ich sagen, los geht's. Vielen Dank. Sind ja einige, die noch mitfahren wollen. Ist ja Wahnsinn. Hallo, ich hoffe, ich bin hier. Auf geht's. So. Hi, das Ticket. Bitteschön. Schauen wir doch mal. Ne, ich habe richtig Bock mal wieder, wirklich. Mein Ticket. Danke. Ciao. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ciao. Moin. Sie wollen bestimmt. Cool. Genau, es hat sich ja auch einiges hier noch in diesem Spiel getan, weshalb ich gesagt habe, komm. Sie wollen bestimmt mein Ticket, aber... Salut, Sie wollen bestimmt mein... Ciao. Mahlzeit, mein Ticket, vielen Dank. Weshalb ich auch gesagt habe, ja, irgendwie hat das Spiel ja schon verdient, dass wir nochmal reinschauen. Ich meine, Performance wird ein bisschen optimiert, allerdings bin ich immer noch nicht so ganz zufrieden, auch wenn es sich jetzt blöd anhört, tatsächlich. Dankeschön. Ich habe wohl meinen Bus verpasst. Gut, dann können wir eigentlich starten. Sind wir vollständig, ja. Repaint, wie gesagt, aus dem Steam Workshop. richtig geil. Also muss ich sagen, ich habe da so durchgestöbt und dann habe ich gesagt, Leute, das passt perfekt für den 24. Dezember, beziehungsweise für die nächsten Weihnachtstage. Das ist echt cool. Und dann eigentlich steht auch noch, pass auf, machen wir zu. Happy New Year. Passt perfekt. So. Passt auf, wir steigen ein. Und dann sagen wir, wir möchten jetzt starten. Wir schließen die Türen. Und dann starten wir den Motor. So, wir müssen uns noch einmal Fahrt starten, genau. Es gibt, ja genau, Ansagen müssen wir auch noch abspielen. Lass mich nochmal eben schauen, ob noch welche Türen auf sind. Hinten, okay. Jetzt müsste sie zu sein, genau. Gut, Ansage abspielen, nicht vergessen. Habe ich ja teilweise vergessen. Und was richtig cool ist, Leute, ich will es euch eben zeigen. Man kann jetzt hier das Navi irgendwie ranzoomen. Naja. Na, also... Ich muss sagen... Da habe ich mir mehr vorgehofft. Ich habe es mir vorher nicht angeguckt. Naja, gut, Leute, wir fahren los. Ich mache eben die Ansage an, bin still. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. So, dann wollen wir. Die Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Ja, das war die Ansage. Wir haben heute nur deutsche Fahrgäste, weshalb ich heute mal die Ansage auf Englisch nicht benötige. Das ist ja perfekt. Das freut mich ja. So, steht immer eine Blitzersäule. So, die scheinen wir ja schon ordentlich am Arbeiten. Ich meine, der Schnee, der liegt hier auch. Ich meine, die Straßen sind geräumt. In der Realität sieht das ein bisschen anders aus. Da haben wir ja noch, ja, sagen wir Sonnenschein. Okay, hier scheint auch die Sonne, aber es ist nicht mehr so eisig. Ein paar Tage vor Weihnachten hatten wir das ja, aber jetzt Weihnachten soll es natürlich nicht so kalt werden. Ach ja. Irgendwie habe ich es ja vermisst. Irgendwie habe ich es ja doch so ein bisschen vermisst. Aber ja, es gibt ja halt nicht so ein richtiges Wirtschaftssystem und das fehlt mir halt. Irgendwie die Langzeitmotivation ist halt nicht da. Wir fahren jetzt auch Städte an, Augsburg und München, die wir noch nicht gesehen haben. Das war mir jetzt auch noch wichtig an dieser Stelle, dass ich euch das zeige. Ich bin einfach mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr sagt, wow, cool, dass du uns mal wieder zeigst, wie sich das Spiel so entwickelt hat. Oder, ja, ist immer noch, ja, dasselbe, interessiert uns das nicht so wirklich. Aber eins muss ich sagen, an dieser Stelle in der Stadt, Performance, muss ich sagen, ist besser, aber ihr werdet gleich wieder merken, es geht runter. Muss man einfach eindeutig so sagen. Ihr wisst, ich bin immer so richtig knallhart, was Performance angeht, aber... Ich muss einfach auch sagen, ich habe einfach keinen schlechten PC. Hab natürlich AMD. Und die meisten Spiele, hat man so das Gefühl, werden meistens so mit Nvidia oder auf Nvidia entwickelt. Deshalb, ja, ich kann mir das irgendwie nur so erklären. Ja, aber wir wollen ja heute nicht meckern an diesem Tag. So, wir müssen mal rechts abbiegen Richtung Augsburg. So. Bin ich echt mal gespannt. Aber es läuft. Weil Performance ist mir einfach wichtig. Ich muss es immer wieder so sagen. Das ist für mich einer der wichtigsten Punkte, tatsächlich. Weil wenn es da rumleckt oder so, oder, ja, okay. Können Sie auch geradeaus fahren? Oh, 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 was ist denn hier los? Ja. Ja, es scheint immer noch KI-Probleme zu geben, tatsächlich. Oder? Ich moge mich jetzt einfach mal hier so rein. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Das ist, ich muss ehrlich sagen, das ist... Sonntagsfahrer! Ja, es ist, das ist absoluter Müll. Da bin ich auch kritisch. Ich muss es so sagen, weil... Es trägt auch mit zum Schulschaß bei, da habt ihr recht. Und, jetzt muss ich mir tatsächlich hier durchwursteln. Also, ne? Müll. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Es soll nicht böse gemeint sein. Und ihr seht natürlich auch neue KI-Fahrzeuge sind reingekommen. Hier diese Tanklaster und KI-Busse. Gibt es jetzt auch, tatsächlich. Was ich aber noch sagen wollte. Also, ne, das nehmt das jetzt nicht so ernst mit Müll. Das ist mir gerade so ausgerutscht. Aber es ärgert einfach einen. Wisst ihr? Weil es einfach schon so lange drin ist. Und immer noch gibt es Probleme mit der KI. Das ist, macht mich ein bisschen traurig. Ach ja. Und es macht nicht nur mich traurig, es machen sogar einige traurig. Ich verfolge ja immer noch die Reviews. Das ist einfach schade. Schade, 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 aber die Entwicklungen laufen weiter und das freut mich dann zu hören. So. Oha. Jetzt ist wieder das, was ich gemeint habe. Performance geht auf 20 runter. 13, er gesagt. Lala. Nur Tunnel oder wie sieht's aus? Ja. Sound ist auch noch zu weit, okay. Nee, scheint ein Tunnelproblem zu sein, tatsächlich. Also im Tunnel war es gerade echt kritisch. Wow, diese Landschaft, diese Schneelandschaft, muss ich sagen, sieht toll aus. Sieht echt toll aus. Hm. Jetzt läuft wieder alles gut. Also, es ist, sagen wir, stellenabhängig. So. Ich hoffe, wir finden noch so eine richtig schöne Weihnachtsdekoration. Das wäre richtig, richtig cool. Und ich habe... Ich weiß gar nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich zeige es euch gleich mal. Ich habe nämlich die Linie Nummer 24 genommen für den 24. Dezember. Fand ich ganz cool. Ich finde, man kann das so ein bisschen abstimmen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es einfach mal. Also was heißt einfach mal? Euch gefällt sogar einiges. Aber ihr sagt auch, wenn es euch nicht gefällt. Und das ist natürlich sehr, sehr gut. Und wenn euch was nicht gefällt, dann ist es uns natürlich auch mal wichtig, dass ihr Feedback schreibt. Was wir besser machen können. Oder was wir auch gut gemacht haben. Weil Feedback ist ja natürlich nicht Schlechtes. Kann natürlich auch Gutes sein. So. Übrigens, es wird jetzt auch der Tempomat angezeigt. Das heißt, wenn ich einen Tempomat einstelle, wird er uns irgendwie im Tacho angezeigt. Was heißt Tacho? Ja doch, sag mal Tacho einfach. Ich probiere das einfach mal aus. Passt auf. Stellst du den... Okay. Jetzt steht er auf 87. Okay, ich fahre einfach mal weiter. Ihr habt es gesehen. Allerdings war das noch nicht scharf. Wurde noch nicht richtig geladen. Wahrscheinlich müssen wir da ranzoomen. Also, es wird einiges gemacht. Also, wenn ich mir die Patch-Note... Oh, Polizeikontrolle. Das ist auch noch am 24. Ich glaub's nicht. Na, 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 na. Leute, gönnt euch doch mal ein Päuschen. Aber wie gesagt. Polizei... Und so weiter und so fort. Ihr wisst also nicht nur Polizei, Feuerwehr, THW, ich weiß gar nicht. Also machen schon tolle Arbeit, muss man einfach sagen. Also nicht nur die ich aufgezählt habe, ne? Alles, was dazu gehört. So, fest. Werden wir von der Polizei verfolgt? Nee, nee, alles gut. Wir machen kurz einen Halt. Ist jetzt gerade mal hier eine Kontrolle. Dann schauen wir doch mal. So. Ja, wie sieht's aus? Führerschein haben wir. Ja, Fahrzeugschein haben wir auch. Licht. Super. Jawohl. Jawohl. Oh, zwei haben sie miteinander. Tachograph. Okay. Passt perfekt. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen heute Feierabend, weil morgen geht es dann weiter. Am 25., also am ersten Weihnachtstag. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich möchte ganz gerne nochmal einmal nach draußen schauen. Moment. Genau da. Und euch das zeigen. 24 hier. Da. Ne? Also, wir haben in Stuttgart gestartet und es geht nach München über Augsburg. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ich sage jetzt einfach mal, ich fahre gemütlich weiter und dann sehen wir uns am ersten Weihnachtstag wieder. Schöne Weihnachten, frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr, falls ihr jetzt im Urlaub fahrt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.